One Piece ist bekannt für seine Vielfalt an Charakteren, doch viele von ihnen wollen unbedingt an die Macht kommen. Auch wenn man denkt, dass Ruffy nicht so ist, will er ja auch Piratenkönig werden und das ist auch eine Art von Macht. Man ist sozusagen der freiste Mensch der Welt. Und hier haben wir natürlich auch viele verschiedene Mittel, die man nutzen kann, um an Macht zu gelangen in One Piece. Und an erster Stelle wären dann natürlich die Teufelsfrüchte. Es sind ganz normale Früchte, die man essen kann und dadurch bekommt man eine Fähigkeit. Leute, sowas gab es in keinem anderen Manga bisher und ich meine, das beste Beispiel, was man hier nennen kann, ist Blackbeard. Dieser hat sich bei den Whitebeards eingenistet als Kind und hat sogar Whitebeard Vater genannt und ihn später verraten, nur um dann an die Yami Yami no Mi zu kommen, die Tetch gefunden hat und somit wurde er deutlich mächtiger, hat sich dann zum Kaiser hochgearbeitet, nachdem er Whitebeard sogar besiegt hat und später im Rachekrieg gegen Marco gewonnen hat. Neben den Teufelsfrüchten gibt es dann noch die antiken Waffen Pluton, Uranus und Poseidon, die ebenfalls eine große Macht besitzen. Natürlich wären dann auch noch die Schwerter da, die ebenfalls neben den Teufelsfrüchten eine wichtige Rolle eingenommen haben mit der Zeit. Es gibt Schwerter mit Dämonen inbegriffen und natürlich auch Schwerter von verschiedenen Klassen. Ob es jetzt nun ein Könnerschwert, Königsschwert oder ein Drachenschwert ist, macht auf jeden Fall einen großen Unterschied und je nach Schwertkämpfer kann es einen eine sehr große Macht verleihen. Und auf den Himmelsinseln, zum Beispiel auf Skypiea, gab es die Diale, das Muschel Gehäuse, die es halt bisher wirklich nur auf Himmelsinseln gab und die Himmelsbewohner können halt diese Muschelgehäuse für verschiedene Zwecke nutzen und heute werden wir auf alle 14 Diale eingehen und sie mal erklären und schauen, was mit ihnen so alles möglich ist. Als erstes an der Reihe ist das Axtdial, welches Klingenhiebe speichern kann und auf Knopfdruck diese wieder freigeben kann. Das sorgt natürlich für sehr viel Schaden, je nachdem wie viele Klingenhiebe man sozusagen gespeichert hat. Wir haben gesehen, dass Enels Gotteskrieger diese Waffe verwendet haben. Obergefreiter Yama war einer von ihnen. Er hat an seinem Gürtel halt überall dieses Dial befestigt und sozusagen damit gekämpft und auch wirklich sehr viel Schaden anrichten können. Nico Robin hat, als Yama versucht hat, die ganzen Klingenhiebe freizugeben, den Gürtel umgedreht, somit wurde Yama selbst getroffen und die Attacke hat ihm wirklich sehr zugesetzt, sodass er besiegt wurde und echt jetzt Leute, der Typ war wirklich sehr stark und selbst ihm hat es umgehauen. Stellt euch mal vor, ihr setzt dieses Dial irgendwo in einem Krieg ein, wie zum Beispiel Onigashima, lässt euch tausendmal treffen von wirklich sehr starken Charakteren und im Endeffekt könnt ihr dann eine gebündelte Attacke zum Beispiel auf Kaido abfeuern und dies würde ihm definitiv schaden. Leute, dieses Dial wäre für einen Krieg sehr nützlich. Es geht weiter mit dem Vision Dial, Leute. Viele denken sich, in One Piece ist die Technik nicht so weit entwickelt, aber mit dem Vision Dial kann man Fotos machen und sogar höchstwahrscheinlich Videos aufnehmen, was natürlich für die Welt in One Piece was wirklich sehr Besonderes ist. Es ist ein cooles extra Feature, aber ich finde das Dial jetzt für den Kampf nicht wirklich wichtig, aber generell für den Alltag nicht wirklich schlecht. Das Feuerdial kann Feuer speichern und auf Knopfdruck das gespeicherte Feuer wieder freisetzen. Es ist eine effektive Waffe gegen jeden Gegner und ich denke, man kann dieses Dial auch in verschiedensten Weisen benutzen. Man kann es an einen Schnabel dran machen von einem Tier, sodass dieser dann Feuer speien kann oder auch an die Handfläche anbringen, sodass man es dann als Flammenwerfer benutzt. Es ist, denke ich mal, nicht dasselbe Prinzip wie beim Axtdial, wo man Klingen speichert, weil je nachdem, wie viele Klingen du gespeichert hast, desto stärker wird halt die Attacke. Bei Feuer ist nicht dasselbe, Leute. Man kann halt nicht irgendwie sehr viel Feuer speichern und dann erwarten, dass die Attacke mehr bringen wird. Es wird dann halt mehr Feuer höchstwahrscheinlich rauskommen, wenn man das Dial aktiviert. Aber stärker wird die Attacke dadurch nicht. Aber dennoch ist es, denke ich mal, ein sehr nützliches Dial. Das Wasserdial ist eigentlich sogar mein Lieblingsdial, weil ich mir einfach nur vorstelle, was man damit alles machen könnte. Stellt euch mal vor, ihr speichert einfach das ganze Meereswasser und setzt es dann frei gegen einen Teufelsrundnutzer und macht ihn dadurch einfach platt. Ich wünsche mir einfach, dass wir irgendwann One Piece jemanden sehen, der auf diese Idee kommt und ich denke mal, es ist möglich, dass im Blauen Meer irgendwo auch Diale existieren, dass jemand früher mal auf einer Himmelsinsel war und dann Diale mit ins Blaue Meer gebracht hat. Es wäre einfach wirklich heftig, wenn wir sehen, wie ein Dial gegen einen Teufelsrundnutzer eingesetzt wird. Mit dem Impact Dial ist es möglich, die kinetische Energie oder besser gesagt die Schockwelle eines Schlages
Tages zu absolvieren und diese auf Knopfdruck wieder freizusetzen. Und das ist echt nützlich, wenn man gegen jemanden kämpft, der stärker ist als einer selbst und ihn sozusagen schaden will. Vielleicht wartet man, dass jemand mit der stärksten Attacke ankommt und absolviert dann diese und haut sie dem wieder rein. Das wäre halt eine wirklich gute Idee. Und wir sahen auch, wie Lysop damals auf Water 7 gegen Ruffy gekämpft hat. Und dort hat er auch dieses Dial sehr nützlich eingesetzt und konnte Ruffy auf jeden Fall ein bisschen damit schaden. Jetzt kommen wir zu einem Dial, was nichts für schwache Nerven ist. Und zwar das React-Dial ist sozusagen eine Stufe über dem Impact-Dial, hat dieselbe Fähigkeit, es absorbiert die Schlagkraft eines Gegners und kann sie mit zehnfacher Kraft wieder zurückgeben. Jetzt ist das Problem, dass man mit diesem Dial sich selbst auch Schaden zufügt, was natürlich fatal ist. Man kann einfach mal die komplette Hand brechen, wenn man dieses Dial einsetzt, aber Viper auf der Himmelsinsel hat es dreimal hintereinander überlebt, dieses Dial einzusetzen, und er hat es sogar mal gegen Enel eingesetzt. Also wir sehen, dieses Dial hat auf jeden Fall einiges drauf und könnte jedem Gegner schaden, wenn man dieses Dial auch richtig einsetzt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass solch ein Dial irgendwann mal wieder zum Einsatz kommt gegen jemand etwas Stärkeres, wie zum Beispiel ein Kaiser oder so. Mit dem Lichtdial kann man Licht speichern, und auch wenn die Himmelsbewohner das als Lampen benutzen, um im Dunkeln sehen zu können, stellt euch mal vor, ihr benutzt dieses Dial im Kampf gegen Kizaru, habt an eurem ganzen Körper das Lichtdial befestigt, somit könntet ihr dann zum Beispiel die ganzen Laserstrahlen von Kizaru absorbieren und ihn sozusagen damit wieder attackieren, auch wenn es natürlich ein bisschen sinnlos wäre, weil Kizaru besteht ja aus Licht, aber es wäre cool, wenn man das gegen andere Gegner einsetzen könnte. Es geht weiter mit einem etwas ähnlichen Dial, dem Flash-Dial. Mit diesem kann man so eine Art Blendgranate abfeuern, wenn man auf den Knopf drückt. Und ich denke, wenn man in einem Kampf ist gegen jemanden, der halt kein Haki besitzt, könnte dies auch sehr nützlich sein. Und ein Anwender von dieser Waffe war Lysop im Kampf gegen Ruffy. Mit dem Milky-Dial, auch wenn der Name etwas komisch ist, kann man Wolken erzeugen und sogar auf diesen Wolken skaten. Es ist also dafür da, dass man sich schneller fortbewegen kann, falls man jetzt keine Attacken besitzt, die etwas mit Wolken zu tun haben, wie zum Beispiel Nami. Es wäre mal was für Nami, Leute, sie könnte dieses Dial einsetzen, um ihre Attacken zu stärken. Vielleicht könnte sie dadurch größere Wolken herstellen, um dann einen größeren Blitz zum Beispiel abzufeuern. Es wäre halt echt möglich. Vielleicht hat sie ein Dial mitgenommen, vielleicht hat sogar Lysop ein Dial jetzt in ihre neue Waffe mit rein integriert, weil von Lysop erwarte ich auf jeden Fall noch einiges und könnte mir vorstellen, dass er noch Diale hat von Skype hier. Mit dem Geruchsdial ist es eine Möglichkeit, Gerüche zu speichern und diese dann später wieder freizusetzen. Ratet mal wie? Per Knopfdruck, Leute. Wer hätte es gedacht? Ja, ganz im Ernst, es ist ein nützliches Dial. Man könnte zum Beispiel seinen Furz speichern und dann einen Kollegen ins Gesicht halten und dann halt auf den Knopf drücken und er riecht dann den Furz von vorgestern. Ganz im Ernst, Leute, das ist eine lustige Sache. Aber man kann auch Giftgas und so weiter speichern und das zum Beispiel für die Flucht benutzen, wenn man gerade dabei ist, von der Marine abzuhauen. Das hat zum Beispiel Sanji im G8-Gefängnis gemacht, aber das ist natürlich Filler. Mit dem Tondial kann man einfach Töne speichern, man kann seine eigene Stimme aufnehmen und diese werden dann halt im Dial gespeichert. Man kann sie später wieder abspielen. Es funktioniert so ähnlich wie ein Mikrofon und ein Computer, der das dann halt sozusagen speichert, womit man das dann halt auch wiedergeben kann, wann man will. Es ist nützlich, Leute, ich würde es echt feiern, wenn irgendjemand auf einer Himmelsinsel eine Nachricht hinterlassen hat für Ruffy. Ruffy, die dann mit einem Tondial abspielt und da dann die Stimme von Roger oder so kommt, das wäre schon episch. Kommen wir zum Winddial. Dieses kann, wie der Name schon sagt, Wind speichern und auf Knopfdruck dieses Wind dann wieder zurückgeben oder besser gesagt abfeuern. Und das ist, denke ich mal, auch eine Sache, die nützlich ist, weil Wind gibt es überall. Und wenn man mal in irgendeinem Sturm ist und der Wind dann übertrieben stark ist, könnte man diesen Wind speichern und irgendwann mal nutzen, um halt einen Gegner zu schaden, oder man könnte es auch nutzen, um vielleicht die Schnelligkeit des Schiffes zu beeinflussen. Ähnlich wie beim Impact-Dial und React-Dial gibt es auch beim Wind-Dial eine Steigerung, und zwar das Jet-Dial. Dieses setzt viel mehr Wind frei als normal. Wir sehen zum Beispiel Namis Waver, womit sie dann den Upper Yard hochgegangen ist, und dieser besitzt auch zum Beispiel den Jet-Dial. Und ganz im Ernst, Leute, damit kann man definitiv krasse Geschwindigkeiten erreichen. Und
wie auch gerade eben gesagt, es kann nützlich sein auf viele verschiedene Art und Weisen. Das war's dann von allen 14 Dialen, meine Freunde. Schreibt doch mal ihr in die Kommentare rein, welches das beste Dial ist. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was man als nächstes erklären könnte, schreibt es in die Kommentare, Leute. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Kozuki One Piece.